Oberst, Bremse! Oberst, Bremse! Einer der Geflohenen muss hier irgendwo stecken. Ich habe diese Leibbinde am Strand gefunden. Übrigens, das ist Peter Blatts Haus. Dann wird mir manches klar. Ihr bleibt hier. Rogers soll mir nachkommen. Ja. Ruhig, nur ruhig. Die Burschen müssen verschwinden, Peter. So, das hätten wir geschafft. Ihr wisst, was uns blüht, wenn man entlaufene Sklaven bei uns erwischt. Du zitterst ja wie ein altes Weib. Ach, am Galgen wird euch der Spott vergehen, Peter. Captain Blatt, ich... Dr. Blatt, Oberst Ramsey. Ich bin auf der Suche nach entlaufenen Sklaven. Ihr geht sehr unhöflich dabei vor. Wir haben die Leibbinde eines Sklaven am Strand gefunden. Ihr könnt vieles am Strand finden, sogar Seemuscheln. Ich habe aus seinem Fuß eben eine entfernt. Das wird schon heilen. Dankeschön, Dr. Blatt. Also, Oberst, ihr wolltet mich wegen Sklaven sprechen. Ich fürchte, ich kann euch keine verkaufen. Denn in unserer Gegend ist jeder Mensch frei. Zum Teufel, ich spaße nicht. Ihr wart früher Pirat, Blatt, das ist kein guter Leumund. Und wenn ihr jetzt anfangen wollt, Sklaven zu schützen... Vergesst nicht, Oberst, dass ich auch einmal Sklave war. Und ich kann deshalb weder die Sklaverei lieben, noch die Sklavenhalter. Lady Isabella! Entschuldigt mich. Isabella! Oh, entschuldige, das ist Oberst Ramsey. Oberst, das ich ist... Ich hatte bereits beim Gouverneur die Ehre, die Bekanntschaft Lady Isabels zu machen. Wenn ihr geschäftlich zu sprechen habt mit meinem Verlobten, bitte lasst euch nicht aufhalten, Oberst. Verlobte? Ja, Dr. Blatt und ich werden nächste Woche heiraten. Ihr seid ein Glückspilz. Das ist mir völlig klar, Oberst. So gern ich in dieser reizvollen Gesellschaft bliebe, muss ich mich doch wieder auf die Suche begeben. Denn sonst bekommen meine entlaufenen Sklaven einen zu großen Vorsprung. Geht's dir jetzt wieder besser, Angus? Mein guter Angus ist etwas ängstlich geworden. Es bekommt ihm nicht, dass wir nicht mehr zur See fahren. Und ihr? Bereut ihr es immer noch nicht? Bereuen? Ich habe euch und denke nicht mehr an die See. Wer ist das? Manuelito. Ich habe ihn von meinem Vetter, Don Ramon. Er hat mir mitgeteilt, dass er bestimmt zu unserer Hochzeit kommen wird. Oh, wirklich großzügig von Ihnen, die Hochzeit eines spanischen Edelfräuleins mit einem Piraten zu zieren. Wir wollen nicht mehr davon reden. Ihr habt recht, Isabella. Kommt ins Haus. Und Angus wird uns etwas Schottisches zu essen herrichten. Ich freue mich, dass ihr hier seid, Milady. Ich auch. Seid ihr von meinem Essen nicht immer satt oder jemals krank geworden? Ich bin wohl satt, aber nie repräsentativ geworden. Aber geschmeckt hat's mir trotzdem. Ich habe euch nicht viel zu bieten. Dies armselige Häuschen und meine Liebe. Aber gerade die möchte ich haben. Oh, Peter, hier werde ich mich bestimmt wohlfühlen. Das freut mich, Liebste. Angus, na? Füttere doch zuerst einmal unsere Patienten. Na? Und sobald es dann dunkel ist, können Sie weiter. So, ihr Sorgenkinder, da habt ihr was zu essen und hier etwas zu trinken und dann schlaft noch ein bisschen. Sind das entlaufene Sklaven? Ich gehe zum Wagen zurück. Peter, was ihr da tut, ist sehr gefährlich. Ich achte eure Gefühle, aber trotzdem ist es gegen das Gesetz. Wenn Sie mich um Hilfe bitten, soll ich Sie abweisen? Auch in England habt ihr mal jemand geholfen und der Dank war der Kerker. Gesetz und Gefühle widersprechen sich manchmal.
Verzeiht, ich bin sehr ungezogen. Als Bräutigam müsste ich galante Reden führen. Ich weiß, was in euch vorgeht, Pepe. Ah, Hillary, ihr habt mich nicht vergessen. Regenpfeifer, wunderbar. Ich hoffe, sie werden euch schmecken. Euer Exzellenz, ich habe die Ehre, euch Don Ramon del Monte Alegre aus Cartagena vorzustellen, Lady Isabellas Cousin. Willkommen in Jamaika, Sir. Ich freue mich, euch wiederzusehen, Hillary. Wie steht's mit der Fracht in Puerto Bello? Ausgezeichnet, Sir. 17 Pfund pro Kopf erzielt ihr. 17 Pfund? Die Preise für Sklaven steigen beachtlich. Ein solches Geschäft lohnt sich. Ich nehme diese zarte Henne. Lass sie zubereiten. Ja, Sir. Nachdem wir Puerto Bello verlassen hatten, liefen wir Cartagena an. In Cartagena hatten Piraten geplündert. Piraten? Der königliche Gouverneur ermordet und noch mindestens 100 andere Tote. Mein Wort, Sir, ihr bekommt von England das beste Schiff, um dieses Piratenungeziefer zu verfolgen. Der Pirat war ein Engländer. Ein Engländer? Das ist doch einfach unmöglich. Hat ihn jemand erkannt oder hat das einer behauptet? Ich, Sir. Gerade in dem Augenblick, in dem England gegen Frankreich um sein Leben kämpft, ist es bedauerlich, dass englische Piraten Englands einzigen Freund, Spanien, angreifen. Ich erkläre euch, Don Ramon, dass wir tun werden, was in unserer Macht steht, um diese Schurken hängen zu sehen. Aber vorerst schenkt ihr uns doch das Vergnügen eurer Gesellschaft auf der Hochzeit eurer Cousine Lady Isabella. Es gibt keine Hochzeit. Der Pirat, der Cartagena angegriffen hat, war Captain Peter Blood. Aber Dr. Blood ist doch kein Pirat, meine Herren. Er hat den besten Ruf als Arzt und Mensch. Es muss ein Irrtum sein. Ich wünschte, es wäre ein Irrtum, aber wir beide erkannten ihn an seiner blau-silbernen Uniform. Captain Evans zeigte auch mir durch sein Fernrohr diesen Verbrecher. Er machte kein Geheimnis daraus. Seine betrunkenen Piraten prahlten laut, dass sie Bloods Leute wären. Ich darf mich verabschieden. Da ihr wisst, was ich für Isabella fühle, könnt ihr euch vorstellen, was für eine Lage ich bin. Wartet, Don Ramon. Die Sache ist mir sehr peinlich. Doch Spanien ist ja verbündet mit England und da gibt es nur eins. Fällt auch nur der geringste Verdacht auf Peter Blood. So soll er hängen, das schwöre ich. Guten Tag, meine Herren. Auf uns. Und unsere Liebe. Auf unser gemeinsames Leben. Peter. Ihr habt euer Glück verschüttet. Das ist ein schlechtes Omen. Hör auf mit deinen Omen, du schottische Unge, sonst verschütte ich dein Glück. Er und seine Omen. Mach das auf. Bitte. Oh, Peter, das ist wundervoll. Wer kann sich ein armer Arzt nicht leisten? Früher wäre mein Geschenk anders ausgefallen. Mein Talisman für euch. Für Peter Blood in ewiger Liebe. Ich werde es immer an meinem Herzen tragen. Was war das? Ich weiß nicht, ich werde nachsehen. Was habt ihr hier zu suchen? Redet. Ich habe einen Haftbefehl gegen euch. Einen Haftbefehl? Warum schleicht ihr wie Diebe zu mir? Weil wir Befehl haben, euch heimlich gefangen zu nehmen. Ein vortreffliches Mahl, Sir Henry. Noch etwas, Portwein? Nein, danke. Lady Isabella wünscht euch zu sprechen, Exzellenz. Richte Lady Isabella mein Bedauern aus. Ihr könnt es mir diesmal selbst ausrichten, Sir Henry. Seit 2 Tagen will ich euch sprechen, um Peter im Gefängnis zu besuchen. Warum verweigert ihr mir das? Das Gesetz hat mir die Hände gebunden. Welches Gesetz? Ich glaube eher die Notwendigkeit, Peter Blood zum Schweigen zu bringen, weil er gegen den Handel mit Menschenleben ist. Sklavenhandel ist nicht ungesetzlich, Isabella. Seeräuberei aber ist es. Das vergaß anscheinend euer Verlobter. Wer will denn so etwas Absurdes beweisen? Den Beweis wird der englische Gerichtshof antreten, vor den Peter Blood gestellt wird. Er wurde schon einmal von einem englischen Gericht verurteilt. In England tobte der Monmouth-Aufstand. Der Arzt Peter Blood setzte sich über alle Vorurteile hinweg und betreute die Verwundeten. Da er auch den Aufständischen half, wurde er der Untreue gegen die Krone bezichtigt.
Man verurteilte ihn zur Sklaverei nach Westindien. Dort kam es eines Tages wiederum zu einem Aufstand. Dabei gelang es Peter Blatt, die Uniform eines Wächters zu stehlen. Er, der zu Unrecht verurteilt war, stellte sich auf die Seite der Ärmsten und half ihnen. Noch nie wurde ein Kampf erbitterter geführt als hier. Jahrelang erduldete Leiden waren die Triebfeder, gegen unmenschliche Wächter vorzugehen. Schließlich wurde es ein allgemeiner Kampf der geknechteten Kreatur um die goldene Freiheit, die nur einige wenige erzwangen. Für diese Handvoll Männer hätte die Freiheit auf der kleinen Insel nicht lange gedauert, wenn im Hafen nicht ein Schiff gelegen hätte. Ein Sklavenschiff. Das war ihre letzte Chance. Und die nahmen sie wahr. Leise wie die Katzen kletterten sie an Bord und überraschten die Mannschaft. Bald war das Schiff in ihrer Hand. Und was nun? Ein Schiff, eine Mannschaft, Menschen ohne Vaterland, die unter der einzigen Farbe segelten, die ihnen geblieben war. Die schwarze Piratenflagge. Diesen Ausgestoßenen und ihrem Anführer Peter Blatt blieb nur ein Leben. Bald waren Captain Blatt und seine Männer bekannt als die mutigsten Piraten im karibischen Meer. Sie machten aus reiner Not die Schiffe aller Nationen zu ihrer Prise. Nicht um Blut zu vergießen, sondern einzig, um in den Besitz des Goldes zu gelangen. Aber nie hat er ein Schiff angegriffen, das die englische Flagge führte. Bis einmal im Hafen von der Hatsche eine englische Fregatte mit 50 Geschützen lag, die eine Gesellschaft für Sklavenhandel bewachte. Er nahm den Kampf an, selbst auf die Gefahr hin, Schiff und Leben zu verlieren. Denn es gab für Captain Blatt und seine Männer nur Sieg oder Tod. Das Glück war auf Seiten der guten Sache. Denn selbst als die Fregatte den verzweifelten Versuch machte, das Piratenschiff zu rammen, hielt Captain Blatt und seine Mannschaft furchtlos stand. Der Sieg war ihre. Sie hätten die Stadt plündern können. Aber beim Morgengrauen verlangte der Sieger nur die Freilassung der Sklaven. Die Krone erkannte Blatts Ehrlichkeit und Ritterlichkeit an und gewährte ihm vollen Pardon. Peter Blatt war frei und übt seitdem wieder seinen Beruf als Arzt aus. Kann dieser Mann der Plünderer von Cartagena sein? Ich fürchte sehr, er war es. Euer Cousin Don Ramon und ich sahen Captain Blood in Cartagena in derselben blau-silbernen Uniform, die im karibischen Meer so gefürchtet war. Aber ihr kennt doch Peter, sagt selbst, es ist doch völlig unmöglich. Aber er war nun einmal ein Pirat, meine Teure. Das kann keiner bestreiten. Darf ich mich verabschieden, Eure Exzellenz? Habt ihr guten Bescheid, Herrin? Feine Herren. Wie ist der Zustand eures Schiffes, Hillary? Ich kann mit der Morgenflut segeln. Das werdet ihr auch tun. Und nehmt den Gefangenen an Bord, heute Nacht noch. Ihr hattet von Anfang an recht, Angus. Alarmiert die Mannschaft Captain Blatt. Die wissen, was sie tun sollen. Jawohl, Captain. Ich bitte um Verzeihung, Milady. Danke. Ich gebe die Parole weiter. Thank you.
hier zum Anker lichten! Der Gefangene muss in Eisen gelegt werden, bis wir auf hoher See sind. Befehl des Kapitäns. Alles klar, Sir. Mr. Enfield, Sir. Alles klar machen lassen, zum Segel setzen. Ein Ruder wurde längs, halt, Sir. Guten Abend, Hillary. Was für eine Überraschung. Ich bin im Begriff, Segel zu setzen. Ja, ich weiß. Deshalb bin ich auch gekommen, mich zu entschuldigen. Aber das war doch nicht nötig, Isabella. Bitte, bitte, ich muss unbedingt mit euch sprechen. Allein. Aber gern, meine Liebe. Kommt, kommt herunter. Er sieht aus wie Piral. Wie heißt er denn? Manuelito el Mayordomo de la Dona Isabella de Sotomayor. Er sieht wie Pietbube aus. Na, mir molestes. Kannst du denn keine Christensprache sprechen? Du spielen, ich tanzen. Blas ihm ein paar Tönchen, wir wollen sehen, wie das Äffchen tanzt. Da ihr wisst, was ich für euch fühle, könnt ihr verstehen, meine Teure, in welch peinlicher Lage ich bin. Ich kann nichts für euch tun, Isabella. Aber ich verlange doch gar nichts von euch. Ich kam nur, mich wegen meines Benehmens von gestern zu entschuldigen. Ich bin glücklich, dass ihr gekommen seid. Das gibt mir etwas Hoffnung für meine lange Reise nach England, meine Liebe. Isabella, vom ersten Augenblick an, als ich euch in Spanien sah, musste ich immer an euch denken, obwohl ich wusste, dass ihr einem anderen versprochen wart. Was ist euch? Mir wird übel. Los! Kommt schnell an Deck! Piraten! Piraten? Was geht da oben vor? Red schon! Piraten, Sir, sie überfielen uns und haben den Gefangenen befreit. Hier ist der Weg. Oh, bitte lasst mich nicht allein, ich habe Angst. Verriegel die Tür, Isabella.
Lass ihn los. Angus! Sir! Aye, Sir! Sag ihnen, wer wir sind. Aye, aye, Sir! Das ist also das wahre Gesicht eines friedliebenden Bürgers. Hier habt ihr den Piraten, wie er leibt und lebt. Glaubt ihr jetzt, dass er in Cartagena war? Nein. Senorita, habe ich Leute genug unterhalten, damit die Befreiung sein kann? Angus! Aye, Sir! Hält die Mannschaft zu uns? Alle, bis auf ein paar Dumme. Die anderen freuen sich auf die Gefahrenzulage, die sie als Piraten bekommen. Jeder Mann, der sich uns nicht anschließt, kann über Bord gehen und an Land schwimmen. Männer, ich warne euch. Jeder, der sich diesen Verbrechern anschließt, wird an der Raar baumeln. Ihr kämt um das Vergnügen, das zu sehen, denn ihr werdet ja unten in der Kajüte mit einem Weibsbild. Wir wollen einen Captain, der mit uns an Deck ist, wenn es zu einem Kampf kommt. Sehr richtig. Schafft ihn runter. Und euch lasse ich jetzt an Land bringen. Ich warte auf euch. Das ist sinnlos, Isabella. Mein Leben trennt mich von eurem. Man zwingt mich, wieder Pirat zu werden. Und noch eine Begnadigung wäre ein Wunder. Oh, Peter, ich werde um ein Wunder beten. Schwede! Aye, Sir! Bring Milady sicher an Land. Aye, Sir! Angus! Aye, Sir! Alles klar machen! Alles in die Masten! Segel setzen! Ich werde trotzdem auf euch warten. Setzt das Großsegel! Anker lichten! Heraus mit den Focksegeln! Kurs Nord, Viertel Ost. Wir segeln nach Tortuga. Rudergänger, Kurs Nord, Viertel Ost. Männer, wir segeln nach Tortuga. Hängt ihn auf! Ja, mach doch endlich Schluss mit ihm! Ruhe! Wir haben keine Differenzen mit Captain Evans, nur mit seiner Majestät Regierung. Sehr bedauerlich, aber einträglich. Und das billige Vergnügen dazu, feine Herren aufzuknüpfen. Ja, ganz recht! Ich verspreche euch, jeder von euch wird gefasst und gehängt. Alle, ohne Unterschied. Schmeißt ihn über Bord! Besser wäre es, ich hört auf meine Männer. Aber mein Arztberuf lehrte mich, das Leben höher zu bewerten. Botet ihn aus! Schwer dich zum Teufel! Ihr habt Wasser und Lebensmittel für 3 Tage. Rudert so schnell, wie ihr mit eurem Mund seid. Dann seid ihr lange vorher in Port Royal. Ich werde euch zu finden wissen. Ich werde jeden von euch finden. Findet lieber zuerst Port Royal. Segel in Sicht! Schiff Steuerbord voraus! Verdammt schlechte Manieren für einen Franzosen. Wenn es überhaupt ein Franzose ist. Das ist ein Piratenschiff, genau wie unseres. Ja. Stoppt ihn mit 2 Schuss vor dem Bug und hisst die Piratenflagge. Wir wollen ihm etwas Feuer unter den Hintern setzen. Erhebt die Hand und schwört den Eid der Piraten. Wir, die Gejagten, sind Jäger geworden. Wir weihen uns auf Leben und Tod der Freibeuterei. Jegliche Beute wird gemeinsames Vermögen. Von jedem von uns wird gleich viel verlangt und jeder von uns kann gleich viel verlangen.
mein Schiff ist das. Die Kongo Queen, Captain Peter Blood. Captain Peter Blood, Thomas Velasquez. Velasquez, Hispaniola. Captain Peter Blood, mein Freund. Aber ihr müsst besser aufpassen. Ich hätte euch beinahe gekapert. Ich wünsche mir keinen schlimmeren Feind als euch. Kommt herein, kommt herein, mein Freund. Wir haben nun so viel zu erzählen. Es tut gut, einen alten Kameraden wiederzusehen. Ich habe euch so vermisst, mein Freund. Oh, kommt, wir werden uns betrinken. Alle werden sich betrinken. Beinahe hätte ich vergessen, die Mannschaft von meinem Freund muss sich auch betrinken, solange noch feiner spanischer Wein an Bord ist. Ich gebe Befehl. Oh, ein Passagier, ich habe ihn an Bord genommen, in Tortuga. Ihr müsst Thomas verzeihen. Er ist sehr ungalant. Ich bin Celeste. Peter Blood, Mademoiselle. Peter Blood? Etwa der, den Sie in Spanien Don Pedro Sangre nennen? Sehr schmeichelhaft. Aber ihr seid Französin. Ich bin international. Thomas hat viel Schönes erworben, seit ich ihn nicht mehr gesehen habe. Findet ihr mich denn schön? Sehr schön, Mademoiselle. Ich glaube, Captain, dass wir zwei uns wunderbar verstehen würden. Thomas ist ein Schwein. Golddublonen. Spanisches Geld, und zwar neues. Und diese Ohrringe. Peruanische Smaragde, wenn ich mich nicht irre. Ein Geschenk von Thomas? Ein Geschenk von diesem Schwein. Wenn ich etwas von ihm geschenkt haben will, dann nehme ich es mir. Findet ihr mich nicht interessant, Captain? Bezaubernd. Ich kann meinen Blick nicht abwenden von... Ja, Captain? Von diesen Ohrringen. Meine Ohrringe sind alles, was euch interessiert? Ihr Engländer habt nur Geschäfte im Sinn. So wie die Holländer. Ihr seid ein Schwein, genau wie Thomas. Eure Mannschaft wird bald betrunken sein. Wie in alten Tagen. Habt ihr Cartagena ausgeraubt? Cartagena, ich? Treibt keinen Scherz mit mir, mein Freund. Es gibt nur einen Mann, der so viel Mut zu so einem Unternehmen hat. Welche Beute, welche, was für eine, was für eine. Nur Captain Blood hat so viel Nimbus zu solcher Tat. Es scheint jemand anders meinen Nimbus gestohlen zu haben. Ihr seht, ich habe den Überfall nicht gemacht. Was, ihr nicht? Thomas, weißt du, was dieser Schuld... Oh, entschuldigt, mein Freund. Er ist nicht dein Freund. Er hat mich beleidigt. Hast du nicht gehört? Ich bin von diesem widerlichen Schwein beleidigt worden. Halt den Mund, wir sprechen jetzt. Diese Dublonen, woher stammen die, Velasquez? Und die Ohrringe, welche sie trägt? Oh, diese Ohrringe. Das war so. Diese da und ich saßen einmal nachts in einem Café. Mit uns war ein verschlagener und gemeiner Bursche namens Easterling. Easterling? Er segelte von Martinique aus. Das ist der Bursche. Wir hatten gedruckt. Vor allem ich. Ein bisschen zu viel. Diese da trägt am nächsten Morgen die Ohrringe. Wie sie sie bekommen hat, das weiß sie nicht mehr. Wo blieb der Rest der Juwelen? Juwelen? Die berühmten Juwelen. Ein Geschenk des spanischen Königs an die Frau des Gouverneurs in Cartagena. Bei den Ohrringen war noch eine Halskette aus denselben Smaragden. Und ein Diadem aus Rubinen und Diamanten. Dieser gemeine Schuft, Easterling. Nur die Ohrringe. Ah, Mademoiselle, ich hätte wohl mehr betrunken sein sollen, nein. Vielleicht kommt Mademoiselle das Gedächtnis wieder, nein. Nein. Diese Juwelen wurden beim Überfall auf Cartagena geraubt. Ob es Easterling gewesen ist? Möglich. Wie kann ich euch helfen? Sagt mir, wo ich Easterling finde. Martinique. Aber er ist ein gefährlicher Bursche. Dem dürft ihr nicht trauen. Ich werde lieber mit euch gehen. Nein, das ist meine Angelegenheit. Ich segle sofort nach Martinique. Aber mein Freund, alles, was ich habe, gehört euch. Alles, was ihr wollt. Hab Dank für eure Freigebigkeit, mein Freund. Aber das Einzige, was ich auf der Welt besitzen will, ist im Port Royal. Nur die Ohrringe.
Lady Isabella, ihr seid euch der Schwere der Anklage bewusst, die Captain Evans gegen euch vorgebracht hat. Ihr habt einem Gefangenen der Krone zur Flucht verholfen, habt eine Meuterei an Bord des Schiffes Kongo Queen begünstigt und dadurch den Piraten den Raub des Schiffes ermöglicht. Meuterei, Verrat und Seeräuberei. Habt ihr nichts zu eurer Verteidigung zu sagen? Isabella, eure Tat hat Schande über unsere Familie gebracht. Versucht wenigstens eure Handlungsweise zu rechtfertigen. Wenn ihr nichts dagegen habt, hätte ich gern noch einmal den kleinen Sklaven verhört. Führt ihn herein. In der Nacht, in der Bloods Piraten mein Schiff raubten, hast du nicht folgende Worte zu Senorita gesagt? Habe ich Leute genug unterhalten, damit die Befreiung sein kann? Das hat er nicht gesagt. Ich habe die Frage an den Jungen gerichtet. Sprich. Darf ich Euer Exzellenz noch einmal auf die Eindeutigkeit dieser Worte hinweisen? Senorita, habe ich die Leute genug unterhalten, damit die Befreiung sein kann? Ich denke, ein Streicheln mit der Peitsche wird ihm die Zunge lösen. Ohne Zweifel. Manuelito ist unschuldig. Wollt ihr etwa auch noch meineidig werden, Isabella? Hört auf, hört auf! Wir werden aufhören, wenn die ganze Mannschaft gefangen und gehängt ist und Peter Blood am höchsten von allen. Komm, Junge, sprich schon. Ja, sprich, Sklave, solange du noch deine Zunge hast. Wir werden nichts aus ihm herausbringen, Hillary. Er braucht noch mehr Prügel. Macht weiter. Nein, nein, nicht mehr peitschen. Er hat nichts damit zu tun, es ist alles meine Schuld. Ich habe die Flucht vorbereitet. Ihr gebt dieses Verbrechen zu? Verbrechen? Ist es ein Verbrechen, dem Mann zu helfen, den man liebt? Man wollte ihn wegbringen, damit er noch einmal völlig unschuldig verurteilt werden soll. Und weshalb alles? Nur weil ein Mann eifersüchtig ist und ein anderer habgierig. Ihr seid nicht berufen, Lady Isabella, zwischen Recht und Unrecht zu urteilen. Ihr seid verhaftet und werdet unter strengster Bewachung nach Portobello gebracht und dort von spanischen Behörden abgeurteilt. Wir segeln also jetzt nach Martinique als holländisches Handelsschiff getarnt. Ich finde es unvorsichtig. Unvorsichtig? Das ist glatter Selbstmord, was der Captain da will. Hör auf mich, ich bin Prophet. Das geht nur schief aus. Das ist Wahnsinn, was wir da treiben. Die Form eines Schiffes zu verändern, ist so, als wollte man aus mir eine Meerjungfrau machen. Schwede, glaubt mir, das gibt furchtbare Unannehmlichkeiten. Ach, du mit deinem schottischen Aberglauben, du kannst mich. Aberglauben, sagst du? Hast du nicht gesehen, was der Captain da treibt? Nee. Hier, schau es dir selber an. Los! Na schön. Die holländische Flagge und du öffnest das Fass mit dem holländischen Schiff. Ja, da ist es, die berüchtigste Spelunke der Stadt. Was ist mit Easterling? Keine Spur von diesem Smaragden-Heini, von seinen Kreaturen auch nicht, aber mit der sinkenden Säge da drin soll er ein Verhältnis haben. Such weiter nach ihm. De noche, con tu soledad, de noche, te escucho llorar. Corazón que no vio de otro pecho el amor, ahora muy tarde comprendes todo tu error. Partió al
sein nur viel soñar, sin pensar que al dejarte muy pronto sabrías con desesperación. Ihr habt nach mir gefragt? Wollt ihr mir die Ehre geben, ein Glas Wein mit mir zu trinken? Ich glaube, ich hatte bisher noch nicht das Vergnügen. Ein Versäumnis meinerseits, das ich gut machen will. Captain Peter Vandermeer von der holländischen Westindien Company. Welche Galanterie? Fast könnte ich glauben, ihr seid Spanier. Glaubt ihr, meine Heimat exportiert nur Tulpen und Käse? Manchmal kommen auch Kavaliere von dort. Nun, die Art, wie ihr euch gebt, ist mehr spanisch. Das Erbteil meiner Mutter. Sie war nämlich Spanierin. In Sevilla geboren. Welch ein Zufall. Ich bin auch dort geboren. Wie war Ihr Name? Oh, ihr würdet ihn nicht kennen. Eine wenig angesehene Familie. Und es ist offensichtlich, Senorita, dass ihr von sehr vornehmer Herkunft seid. Kellnerin, bringt mir von eurem besten kanarischen Wein. Ja, Sir. Jetzt geht's los. Monsieur Easterling, wir haben euch aber doch erst morgen erwartet. Das sehe ich. Ich werde Mademoiselle Amanda sagen, dass ihr hier seid. Nein. Wer ist der Mann? Peter Vandermeer, von der holländischen Westindia Company. Peter Vandermeer? Kennt ihr Monsieur Vandermeer? Ja, ich glaube schon. Sag Amanda nichts. Du hast mich nicht gesehen, verstanden? Mhm. Darf ich eine Frage stellen, Mademoiselle? Könnt ihr mir verraten, woher dieser herrliche Schmuck stammt, der euren Hals ziert? Wer immer ihn euch geschenkt hat, muss ein Kenner der Schönheit und ein Sammler von Schätzen sein. Ein Mann, der gewohnt ist, mit den reichen Panamas zu verkehren. Oder vielleicht denen Cartagenas? Der Ursprung des Schmuckes ist mir unbekannt. Ihr müsst aber doch wissen, wer der Mann war, dessen Liebe zu euch so groß ist, um euch solch einen Schmuck zu geben. Bitte, reden wir lieber nicht von ihm. Senior Vandermeer, ihr seid Handelsmann. Ihr habt ein Schiff und bald segelt ihr wieder nach Holland zurück. Wahrscheinlich. Wäre es euch nicht möglich, etwas mitzunehmen? Einen Passagier. Entschuldigt mich, ich muss jetzt singen. Wann kommt Easterling wieder zurück? Lasst mich, ich kann hier nicht sprechen. Beantworte die eine Frage und mein Schiff läuft bei Morgengrauen aus. Bitte kommt zu mir, heute Nacht, Nummer 37, Rue de la Porte. Kennst du den Mann? Nein, aber ich kenne Peter Vandermeer. Amanda!
Amanda! Habt ihr gefunden, was ihr wollt, Captain Vandermeer? Nein, aber ihr anscheinend, Easterling. Durchsuche ihn. Bitte, lieber Freund, darin bin ich Fachmann. Hoch die Hände. Her! Ha, ha, ein holländischer Mörder. Das ist ein Fressen für die Behörden von Martinique. Es wird Sie wundern, dass ein Holländer einen ägyptischen Dolch benutzt. Was wollt ihr in Martinique? Außer Morden. Ihr seid nicht gefragt. Wer seid ihr? Peter Vandermeer. Von der holländischen West-India-Kompanie. Ah! Und ich bin seiner Majestät, der König von England. Ihr hättet euch einen Namen aussuchen müssen, den wir nicht kennen. Haha, Vandermeer ist ein lieber Freund von uns. Für Peter Blood in ewiger Liebe. Doch nicht Captain Blood? Ja, ich hab mich durch den Bart täuschen lassen, weiß Gott. Er ist's wirklich. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Der große Captain Blood, der Seeräuber im Ruhestand, der Herr mit der Begnadigung des Königs. Ein bisschen unbesonnen, lieber Freund. Darauf warte ich schon seit Jahren. Dr. Blood, der große Sklavenbefreier, seht zu, dass ihr euch selbst befreit. Macht keinen Unsinn, lieber Freund. Denkt mal an Lahatscha, als mein Schiff von euch vernichtet wurde und ich an Land schwimmen musste. Trotz meines gebrochenen Beins. Und jetzt habt ihr versucht, mir mein Mädchen zu stehlen. Hört auf! Bevor mein Dolch vergisst, dass ihr mein guter Freund seid. Ihr beschützt dieses Schwein? Nein. Aber er bringt uns lebendig mir ein. Wir bekommen 10.000 Pfund, wenn wir ihn ausliefern. 10.000 Pfund gibt's für ihn? Ja. Du hast recht, Ägypter. Du hast Köpfchen, Kleiner. Einer von uns muss es ja haben. Setzt euch da drüben hin. Bitte. Ein Gentleman wie euch von solch einem Wert muss man mit dem größten Respekt behandeln. Hol uns etwas rum. Eine gute Idee. Vielleicht gibt dir der Rum mehr Verstand, als du bis jetzt gezeigt hast. Ihr müsst einen Vogel im Kopf haben, wenn ihr geglaubt habt, George Easterling ein Mädchen wegnehmen zu können. Das Mädchen hat mich nicht interessiert. Nur die Halskette. Die Halskette? Ja, aus der Juwelenkollektion. Von eurem Überfall auf Cartagena. Was? Ich und Cartagena überfallen? So ein Blödsinn. Ihr schmeichelt mir, das ist nichts für die Ausmaße meines Schiffes. Das ist ein Hafen, den ich nie überfallen würde. Wer hat es dann getan? Es war Coulvin. Coulvin? Der Franzose von Santo Domingo? Ja. Coulvin hat auch ein mittelmäßiges Schiff. So ein Unsinn. Er hat das Beste der karibischen See. Mit doppelten Decks und so viel Kanonen bestückt, dass es aussieht wie ein Stachelschwein. Wo bleibt denn der Kerl mit dem Rum? Hey, Ägypter! Ihr sagt, ihr habt den Smaragdschmuck von Coulvin? Ja. Wir hatten einen Handel gemacht. Er hatte zu viele Smaragde und ich hatte zu viele weibliche Bewunderer, würde der sagen. Was habt ihr mit den Ohrringen gemacht? Diese kleine Wildkatz von Thomas Velasquez hat sie mir abgenommen. Ja, weil ich nicht geschlafen habe. Beweg deine Plattfüße, du schmutziger Wüstenscheich. Mach schon. Zehntausend Pfund. Ganz schöner Verdienst für eine Nacht, Easterling. Hm?
Ihr seid Partner, nehme ich an. Partner? Meine Güte. Er arbeitet für mich. Du irrst dich, mein lieber Freund. Von jetzt ab wird alles mit mir geteilt, ganz brüderlich. Kapiert? Wolltet ihr die Kette des Mädchens auch mit ihm teilen? Ich muss sagen, die einfachste Art, einen Partner auszubezahlen. War kein schlechter Kamerad, aber verschlagen. Schrecklich verschlagen. Nicht mal wenn er tot ist, kann man dem trauen. Tja, heutzutage kann man niemand trauen. Diesen Mann! Lauf dir nach! Das Blatt! Eine Prämie steht auf seinem Kopf! Es sieht mir eher danach aus, als ob wir eine Prämie bekämen für euren Kopf. Bin ich froh, euch zu sehen. Ist was passiert? Glück gehabt? Ja, Culvin ist der, den wir suchen. Culvin? Mit der Flut segeln wir nach Santo Domingo. Dort müssen wir zu Madame Duval. Ja, die kennt jeden Freibeuter, der im karibischen Meer herumgondelt. Deshalb besuchen wir sie. Alle Mann an Deck! Alle Mann zum Ankerlichten! Flasche? Bedienung! Wollt ihr mich vergiften? Monsieur, machen dumme Scherze! Ich habe Schnaps bestellt und nicht abgestandenes Wasser. Aber das ist Schnaps! Dieses Spülwasser, es schmeckt wie eingeschlafene Füße. Ich will den Besitzer sprechen. Wollt ihr mich sprechen? Nein, ich will den Besitzer. Da seid ihr bei mir richtig. Ich bitte um Verzeihung, Madame. Habt ihr meinen Kellner anzubrüllen? Hier, versucht dies, wenn ihr es vertragt. Es ist der Beste, den ihr in Santo Domingo bekommt. Ihr wäre auch ein französischer Lieber. Setzt euch bitte. Geht an eure Arbeit, Pierre. Was würdet ihr zu einem echten französischen Brandy sagen? Den bekommt niemand, solange Frankreich noch im Krieg steht. Wie viel habt ihr denn durchschmuggeln können, Monsieur?
Mein Kompliment. Wie wäre es mit einer Bootsladung? Ausgereifte Blume, würzig. Bester Jahrgang, gerade so wie ihr. Weder ich noch ein Brandy wird mit schönen Worten ausprobiert, Monsieur. Folgt mir. Zigarre? Ach, da denke ich wieder an Frankreich. Ihr erinnert mich an einen Packer. Er kam aus Le Havre. Einen Brustkorb hatte der wie ein Wal. Ihr erinnert mich auch an eine alte Liebe. Einen Dreimaster mit Kupferrumpf. Bewährt in allen Gewässern. So, für euch bin ich also ein Schiff. Bravo, mein Freund. In meinem Alter und noch immer seetüchtig. Ihr kennt doch bestimmt sehr viele Seefahrer. Ich brauche selbst jemanden mit einem guten Schiff und ohne viel Skrupel. Meint ihr, ich kenne Leute mit Skrupeln? Ich hörte von einem namens Coulvin. Nicht von mir. In meinem Betrieb ist es besser, solche Leute nicht zu kennen. Genug über Skrupel. Morgen sprechen wir über den Brandy. Und heute trinken wir ihn. Herein! Madame Duval. Sprecht ruhig vor ihm, er ist mein Freund. Coulvin braucht sofort einen Arzt. Coulvin braucht einen Arzt? Der will doch nicht zur Hölle fahren. Er hat eine Enterhakenwunde am Bein. Dr. Legrand sitzt im Lokal bei seiner Rumflasche. Geh zu Pierre, weckt ihn auf. Wo wollt ihr hin? Ich hol noch Brandy. Es wäre eine Schande, unsere Freundschaft mit einer Tasse Tee zu begießen. Ich komme wieder, in einer Stunde. In einer Stunde. Ich werde hier auf euch warten. Au revoir, Captain Blood. Madame Duval sagt, ihr wisst, wo der Doktor ist. Da drüben sitzt er. Doktor! Wacht auf! Wacht auf! Warum schickt man nach einem Arzt immer nur bei Nacht? Niemals bei Tage. Könnt ihr mir das beantworten? Wacht auf, wacht auf! Lass ihn nicht reden, er ist ja nicht mal imstande zu gehen. Ich werde mit euch kommen. Ihr? Ja, er ist auch ein Doktor und mit weniger Alkohol im Leib als der gute alte Legrand. Kommt, ihr habt es doch eilig, zeigt uns den Weg. Also wohin? Das Schiff liegt am Point Nord. Point Nord, aha. Augenblick mal, da ist doch etwas faul. Hier, Peter. Ihr werdet das brauchen können. Viel Glück, Captain. Was tut denn der noch hier? Er war zu betrunken. Der andere Doktor ist für ihn gegangen. Welcher andere? Der Mann, der den Schnaps reklamiert hat. Ich dachte, ihr kennt ihn. Er war doch in eurem Zimmer. Ich kenne ihn eben zu gut. Hol die Hafenpolizei. Ja. Doktor, wacht auf. Wir haben einen Krankenbesuch zu machen. Ja. Sobald ich die 10.000 Pfund Belohnung kassiert habe, lege ich euch den Rumpf für den Rest eures Lebens. Sagt mir, warum schickt man nach einem Arzt niemals bei Tag und immer in der Nacht? Könnt ihr mir das beantworten? Was ist? Wo ist der Patient? Einer von euch sagte mir, es wäre furchtbar eilig. Kommt mit. Warte draußen. Wer seid ihr? Der Arzt. Wer denn sonst? Ihr habt lange gebraucht, herzukommen. Ihr habt Glück gehabt, dass ich überhaupt gekommen bin. Ich tat es nur Madame Duval zuliebe. Quatsch nicht so viel und schaut euch mein Bein an. Hm. Wie kann man eine so scheußliche Wunde bekommen? Bei einem Zweikampf vielleicht? Das ist ja unwichtig. Warum habt ihr bis heute mit der Behandlung gewartet? Das geht euch nichts an. Natürlich nicht. Nur weil ich das Bein vielleicht absägen muss. Hier, trinkt das. Damit ihr die Schmerzen nicht fühlt.
Der Doktor ist noch immer bei ihm. Los, klopft normal, ich habe keine Zeit. Wie geht es ihm, Doktor? Nicht so laut, er schläft. Dann weckt ihn auf, ich habe mit ihm zu reden. So, antwortet mir doch. Ich sprach zu euch. Oh, verzeiht mir. Verdammter Trottel, holt eine andere Lampe, aber schnell. Gebt mir das Licht, ich wecke ihn selber auf. Und geht hier raus, alle. Ihr auch, Doktor. Cool, wach doch schon auf, wacht auf. Ich habe euch etwas Wichtiges zu sagen. Zum Teufel, so macht doch schon die Augen auf. Ich habe nicht viel Zeit. Hört ihr mich? Ja, ich höre euch. Also gut, jetzt passt genau auf. Der neue Vizekönig aus Spanien wird in 3 Tagen in Portobello sein. Das Gold soll auf ein spanisches Kriegsschiff umgeladen werden. Das wollen wir unter allen Umständen verhindern. Bleibt wach, Coulin. Hört zu. Ihr müsst morgen mit der ersten Flut segeln. Ich bin noch hinter etwas anderem her. Hinter lebendem Gold. Der Markt ist knapp an Sklaven. Wir können eine Ladung für die Gefangenenpflanzung abfangen. Außerdem interessiert mich besonders eine spanische Aristokratin, eine gewisse Lady Isabella. Versteht ihr? Könnt ihr euch alles merken? Enttäuscht mich nicht. Also Portobello, in 3 Tagen. Ich verlasse mich auf euch. Seht zu, dass es ihm morgen besser geht. Doktor, seid ihr denn noch immer nicht fertig? Euer Kapitän ist schwer verwundet. Hier kann ich nichts mehr für ihn tun. Er muss an Land gebracht werden. Das Boot. Komm, wir tragen ihn hinaus. Ja. Beeil dich. Der geht zu. Ich sage euch, dieser Mann hier ist der Doktor. Der Bursche in der Kabine ist Captain Blood. Colvin? Wo bringt ihr denn den Captain hin? An Land, Befehl des Arztes. Haha, wo ist dieser Arzt? Mann, über Bord! Das ist Blood! Lass dein Boot herunter! Ah, ihr bemüht euch umsonst. Meint ihr, dieser fette Karpfen lässt sich von euch fangen? Hier ist euer Beglaubigungsschreiben. Ich, Thomas, ernenne euch hiermit zum obersten Juan Rosco, militärischen Ratgeber des Vizekönigs in Portobello. Ihr seid ein Zauberer, Thomas. Das sieht so echt aus wie das königliche Siegel Spaniens. Das ist's auch. Ich habe mir's ausgeborgt vom königlichen Zollamt in Cadiz. Und nun zur Uniform. Man muss für alle Fälle immer gut vorbereitet sein. Warum wollt ihr kein Admiral sein? Ich habe hier so eine schöne Uniform mit breiten Goldtressen, die sichert euch einen Empfang mit 21 Salutschüssen. Oder eine Exekution mit 12 Flinten. Es ist besser, ich bleibe so unauffällig wie möglich. Ganz wie ihr wollt. Wieder habe ich mir von einem spanischen Oberst geborgt. Oh, weil er keinen Gebrauch mehr dafür hatte. Drin sind seine Papiere, die ich ein wenig geändert habe. Ihr müsstet Staatsmann sein. Oh, nein, nein, zu gefährlich. In unserem Beruf leben wir länger und viel besser. Also, mein Freund, den Erfolg dieser Maskerade werden wir eines Tages feiern, nicht wahr? Adios, amigo. Adios. Und vielen Dank. Wartet! Ihr werdet viel willkommener sein in Portobello, wenn die spanische Flagge von eurem Topmast weht. Ich meine, ihr müsst jetzt langsam genug haben von diesem Gefängnis hier in Portobello. Warum kamt ihr hierher, Don Ramon? Um euch eine gute Nachricht zu bringen, meine Liebe. Der König von Spanien hat eurer Begnadigung zugestimmt. Dann hat sich also Peters, Captain Bloods Unschuld erwiesen. So sprecht doch schon. Es hat sich überhaupt nichts erwiesen, außer dass Captain Blood Pirat war und ist. Aber ihr sprach doch von Begnadigung. Unter einer kleinen Bedingung, wohlverstanden. Ihr werdet Captain Blood eine Nachricht schicken und ihn bitten, sich mit euch hier in der Nähe zu treffen. Er muss allein kommen. Und dann wird er gefangen genommen. Für einen Vetter habt ihr eine sehr niedrige Meinung von mir. Ich würde euch nicht sagen, wo Peter Blood ist, selbst wenn ich es wüsste. Dankt eurem König und sagt ihm, unter diesen Bedingungen bleibe ich lieber hier, wo ich bin.
Macht ein Boot fertig und bringt mich an Land. Und dann werft Anker, dort in der Durchfahrt zwischen den Felsen. Damit der Kanal versperrt ist. Ja, Sir. Und vergesst nicht, ihr seid englische Seeleute. Angeheuert, um unter Spaniens Flagge zu kämpfen. General Chavez, das muss sofort erledigt werden. Wie ihr wisst, reise ich noch diese Woche nach Spanien. Jawohl. Bitte um Verzeihung, Exzellenz. General, ein Schiff ist soeben angekommen und Oberst Drosco ist bereits auf dem Weg zu eurer Exzellenz. Oberst Drosco? Militärattaché des Marquis de Miramar. Der neue Vizekönig sollte doch erst in 3 Tagen hier sein. Oberst Juan Rosco, Militärattaché des Marquis de Miramar. Euer Exzellenz, mein Beglaubigungsschreiben. Ich bin sehr neugierig, Oberst, warum ihr dem Marquis vorausgeeilt seid. Ich wurde nach hier befohlen, Exzellenz, als in Jamaika bekannt wurde, dass Piraten die Absicht haben, euren Goldtransport zu kapern. Was? Ein Überfall auf Portobello? Der Angriff erfolgt heute Nacht oder morgen früh, spätestens. Meine Instruktionen gehen dahin, die Piraten zu überrumpeln. Ich schlage vor, alle Formalitäten beiseite zu lassen und die Befestigungswerke zu besichtigen. General Chavez, dessen Bekanntschaft Sie noch nicht machten, hat den Befehl, unsere Stadt zu verteidigen. Exzellenz, ich bin entzückt über die Begleitung. Aber ich schlage vor, anzugehen. Exzellenz, aber das ist doch eine völlig neue Lage. Ohne Zweifel. Unglücklicherweise haben Piraten mehr Respekt vor Kampf als vor neuen Lagen. Eure Exzellenz. Habt ihr keine besseren Kanonen, General? Ihr dürft nicht vergessen, Oberst, das ist eben nicht Spanien. Und das wird auch bald nicht mehr Portobello sein, wenn das eure ganze Verteidigung ist. Zum Glück hat der Marquis Kanonierer und Kanonen mitgeschickt. Beide englisch aus Port Royal. Engländer sollen spanischen Boden verteidigen? Der Marquis meint, dass die Kombination von englischen Kanonen und spanischer Tapferkeit jedem Überfall standhalten wird. Die Kanonen werde ich jetzt an Land bringen lassen und am besten stellen wir sie dort auf. Mit eurem Einvernehmen, General. Wollt ihr die Kanonen nicht im Fort aufstellen? Nein, weil ich sie nicht verlieren will. Euer Fort wird beim Angriff als erstes fallen. Die Schanzen müssen bis heute Abend fertig sein. Aber das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich auf dieser Welt, General, außer dass wir ewig leben. Euer Exzellenz, es gibt doch ein Gefängnis hier. Lasst die Insassen kommen. Wir brauchen die Hilfe von Mann, Weib und Kind. Kommt, General. Ich zeige euch, wo geschanzt werden soll. Die Kanonen auf unser Schiff. Habt ihr einen Hitzschlag, Peter? Ziel auf die Kongo Queen. Das mache ich nicht, Peter. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Nimm einen Punkt tiefer. Ihr versenkt unsere letzte Hoffnung, nach Hause zu kommen. Habe ich dir schon mal was Falsches befohlen, Angus? Richtet alle Kanonen auf die Wasserlinie. Richtet alle Kanonen auf die Wasserlinie. Feuer! Feuert weiter! Es darf kein Splitter übrig bleiben! Hört mal her!
Wir sind dem Anfall eines Verrückten ausgeliefert. Aber wenn wir unser Schiff schon morden müssen, dann lasst uns wenigstens saubere Arbeit leisten. Hey, ihr! Bringt die Zweige dort rüber! Und deckt die Kanonen damit zu! Los, ihr zwei, macht schnell! Hockt nicht darum, helft mir lieber! Ich kann's kaum glauben, Peter. Ich hoffe, dass es niemand glaubt. Wie konntet ihr euch dieser Gefahr aussetzen? Das ist Wahnsinn! Vertraut mir doch! Ich habe herausgefunden, wer Cartagena überfallen hat. Oh, Peter, ich habe immer an euch gedacht. Ich beordere euch wieder ins Gefängnis. Dort seid ihr vorerst gut aufgehoben. Ich bin hier gut aufgehoben. Schickt mich nicht wieder fort von euch. Geh wieder zu den anderen und halt dich bereit. Ich brauche die Gefangenen nicht mehr, General. Ihr könnt sie zurückbringen lassen. Vielen Dank, Oberst. Bringt die Leute wieder ins Gefängnis. Wieder laden! Weiter feuern! Haltet auf das Ziel! Belegt die Kanonen nicht! Die Dinge stehen nicht mal so schlecht, wie du denkst, Angus. Lass deinen Bart nicht so hängen. Nicht mal so schlecht, sagt er. Er ist überhaupt nicht verrückt. Er ist ein Mondsüchtiger erster Klasse. Captain Hillary Evans. Captain Evans? Euer Exzellenz? Ihr kommt ganz unerwartet. Ihr habt einen schlechten Zeitpunkt erwählt, euer Schiff in den Hafen zu bringen. Ich kam über Land, Exzellenz, meine Schiffspapiere ausfertigen zu lassen. Der Angriff hat begonnen. Piraten, Captain Evans! Diese Kanonen können uns nichts antun. Noch eine Breitseite und die sind beim Teufel. Unsere Reichweite ist zu kurz! Warum feuern diese Batterien nicht, Oberst? Weil die Entfernung noch zu groß ist, Exzellenz. Captain Blood. Captain Blood? Aber das ist Oberst Roscoe.
Das ist Peter Blood, der Pirat, der Cartagena überfallen hat und zweifellos zu demselben Zweck hier ist. Liefert ihn mir aus. Ist das wahr? Dass ich Blood bin, ja. Aber ich war nie in Cartagena. Lügen eines Piraten, der mein Schiff geraubt hat. Auch diese Kanoniere gehören zu Bloods Mannschaft. Ich tat, was ich musste und erfuhr so die Wahrheit über Cartagena. Und hierher kam ich, weil seine Leute jetzt eure Stadt angreifen. Er hat mein Schiff gestohlen, um dem Galgen zu entgehen. Genauso hat er seinen Titel gestohlen, um an euer Gold zu gelangen. Lasst Blood erschießen, bevor es zu spät ist. Wache, verhaftet diese Kanoniere. Exzellenz werden sich bald davon überzeugen können, dass nur meine Männer und ich die Stadt zu retten vermögen. Glaubt mir, Exzellenz, genau das Gegenteil wird der Fall sein. Herr Exzellenz, ein Parlamentär. Was wollt ihr? Sofortige Übergabe. Unser Schiff läuft in den Hafen ein. Wenn es in Reichweite der Stadt ist, wird es sofort das Feuer eröffnen, bis ihr die Flagge streicht. Das ist die Order unseres Anführers, Captain Peter Blood. Eure Order ist das? Da ich vor euch stehe, ist es wohl unmöglich. Der Mann auf dem Schiff ist Coulvin. Er versteckt sich hinter meinem Namen und meiner Uniform, genauso wie in Cartagena. Jetzt werden Exzellenz beobachten, wie sein Schiff stecken bleibt und wo meine Kanonen es zerstören können. Er lief jetzt auf die Kongo Queen, die ich eigenhändig versenkt habe. Seine Kanonen finden doch nie das Ziel in der Nacht. Wir haben sie einfach auf den Punkt festgelegt, wo ich die Kongo Queen versenkt habe. Zieht es doch weg! Wegziehen! Kunstfertige Kreaturen! Befestigt eine Leine, Achtung! Wir ziehen sie weg! Er wird das Schiff in Sekunden Schott kriegen. Es ist die letzte... Eröffnet das Feuer! Wenn ihr mich täuscht, werdet ihr auf der Stelle erschossen. Wenn ihr Feuerbefehl gebt, Blatt, wird der Vizekönig sofort erschossen. Captain Evans! Es ist besser, ihr hört auf mich. So bleibt zumindest euer Leben verschont. Feuer! Angus, eröffnet das Feuer! Die Masten zuerst! Fertig! Feuer! Darum musst du unser Schiff dran glauben. Und ich, blöder Hammel, hab so lange gebraucht, bis ich's kapiert hab. Ihr Schweinehunde! An die Geschütze mit euch! Zwei wissen die Wahrheit, aber ihr werdet nichts mehr erzählen können. Vielleicht überlebe ich euch, Captain Evans. Thank you.
Jawohl, Kameraden. Das ist unsere letzte Feier als ehrliche Piraten. Morgen kehren wir wieder zu unserem bürgerlichen Leben zurück. Und zu unseren Weibern. Ja! Die Lady Isabella. Hier ist der Rest eurer Kleider, Peter Blatt. Ich möchte nicht, dass es heißt, ich lasse euch halbnackt zur Trauung gehen. Besonders nicht im Gouverneurspalast. Ein langes Leben unserem Captain und seiner Lady. Es fällt mir schwer, euch Lebewohl zu sagen. Ihr wart gute und treue Freunde. Ich würde keine Ansprache halten, Captain. Ihr habt jetzt viel bessere Dinge zu tun. Du hast recht. Feiert jetzt weiter. Und wenn ich zurückkomme, möchte ich keine Reste mehr sehen. Weder Speisen noch Rum. Das ist mein letzter Befehl an euch. Von jetzt an wird er nur noch mir befehlen.